Die Grünen-Politikerin Katharina Schulze blamiert sich im Bayerischen Landtag wirklich bis auf die Knochen. Aber schaut selbst. Wir Grüne sind Impulsgeberinnen und Kontrollorgan. Und weil wir unsere Arbeit ernst nehmen, sind wir Regierungsfraktion im Wartestand. Katharina Schulze zeigt wirklich, wie weit Realitätsverweigerung gehen kann. Trotz der massiv eingebrochenen Umfragewerte der Grünen und nach der Schlappe in den bayerischen Landtagswahlen sieht sie die Grünen immer noch als Regierungspartei. Und das nach der gescheiterten Migrationspolitik, wie wir in den Straßen auf Berlin und anderen Städten sehen, der katastrophalen Energiewende, welche große Firmen wie zum Beispiel BASF schon ins Ausland vertrieben haben, und dem Heizungsverbot, welches unseren Mittelstand ruinieren könnte, und das bei, wie Robert Habeck selbst sagt, einer CO2-Einsparung von 39 Millionen Tonnen CO2 in 7 Jahren, was genauso viel ist, wie China an einem Tag ausstößt, und das ist übrigens noch der optimistischste Fall. Aber nein, Frau Schulze legt sogar noch einen drauf. Sie brauchen da gar nicht zu lachen. Ich meine das ernst.